Der Talk auf Burg wird Ihnen präsentiert von den Helios Weißeritztal Kliniken in Freital und Diepoldiswalde. Wir sind Ihr starker Partner für Ihre Gesundheit. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, zum Talk auf Burg im Wonnemonat Mai. Ja, wir sind alle bestens gelaunt. Die Sonne scheint wieder lang in unser Wohnzimmer und wir haben Zeit, uns draußen zu bewegen. Das macht uns auch gesund. Also ist alles perfekt in diesem Mai und natürlich gibt es auch einen Talk auf Burg. Und zu Gast in dieser Sendung sind der Präsident des Sportclub Freital, Jörg Schneider, Thoralf Gurek, Projektmanager 100 Jahre Freital und die Verantwortliche für den Stadt- und Tourismusmarketing, Kathleen Gerold. Ladies first, Sie sitzt schon neben mir. Frau Gerold, hallo, schön, dass Sie da sind. Hallo. Wir wollen heute ein ganz wichtiges Thema, vor allem für die Kids, besprechen, den Kindertag hier in Freital. Aber bevor wir soweit sind, kommen wir noch mal kurz zu Ihrer Person. Sie machen Stadtmarketing. Richtig. Man sieht Sie nicht zu viel in der Öffentlichkeit, Fernsehen oder wo auch immer. Ist das so eine reine Schreibtischtätigkeit? Und wenn, dann ja, was tun Sie denn? Es ist nicht nur eine reine Schreibtischtätigkeit, wir sind also auch sehr präsent auf Veranstaltungen. Ich bin schon seit über 20 Jahren in der Stadtverwaltung, bin organisatorisch im Büro des Oberbürgermeisters angesiedelt und wir sind zu zweit in unserem Bereich Stadt- und Tourismusmarketing, das ist mein Kollege Thilo Harder und ich. Wir begleiten sozusagen alle Marketingprozesse der Stadt oder Stadtverwaltung. Wir haben ja 2019, also schon vor 2,5 Jahren, unser neues Corporate Design eingeführt für die Stadt. Ich habe auch nochmal hier unser neues Logo und die Marke Freital inmitten der Möglichkeiten. Also mittlerweile sollte es ja bekannt sein. Ne? Also genau, es sollte bekannt sein, aber es ist ein langer Prozess. Also wir sind immer noch dabei, wirklich das bis in das letzte Erzeugnis sozusagen dieses CD zu etablieren. Mhm. Wir wollen es jetzt auch auf unsere nachgeordneten Einrichtungen adaptieren. Es wird so eine kleine Abwandlung geben. Wir sind im Moment in Gesprächen mit der Feuerwehr und mit Schloss Burg, den städtischen Sammlungen Freital. Wir kümmern uns um die gesamte Geschäftsausstattung der Verwaltung. Also wie sieht die Visitenkarte zum Beispiel des Oberbürgermeisters aus oder wie werden CLP-Plakate gestaltet. Wir erstellen selbst Druckerzeugnisse und prüfen auch Druckerzeugnisse und geben diese frei. Mhm. Im Moment arbeiten wir an dem neuen Stadtbilderbuch für Freital zusammen mit dem Stadtbildverlag Leipzig. Das wird auch in diesem Jahr noch erscheinen und es wird eine neue touristische Informationsbroschüre herauskommen. Wir betreuen alle Internetseiten der Stadt, also von an die städtische Homepage freital.de. Aber auch Internetseiten für touristische Projekte, zum Beispiel für den Stadtgeburtstag letztes Jahr, 100 Jahre Freital, oder für unser Stadtmarketingprojekt Familienkart Carly gibt es auch eine Internetseite. Wie ich schon gesagt habe, wir organisieren Veranstaltungen. Dieses Jahr wäre das zum Beispiel unser Kindertag. Wir sind auch stark im Tourismusmarketing tätig. Also wir machen unter anderem viele Werbeanzeigen in verschiedenen Medien oder erstellen Beiträge, redaktionelle Beiträge für Druckerzeugnisse etc. pp. Wir arbeiten in touristischen Arbeitsgruppen mit. Wir sind ja jetzt als Stadt dem Tourismusverband Elbland Dresden beigetreten. Dort arbeiten wir mit, bei der Dampfbahnroute Sachsen zum Beispiel oder in der Erlebnisregion Dresden, aber auch aktuell im Geopark Sachsens Mitte. Das läuft jetzt so ein Stück weit an. Wir begleiten auch Kampagnen, also Werbekampagnen. Wir haben jetzt in den letzten 2 Jahren eine Erzieher-Recruiting-Kampagne gestartet unter der Überschrift Werde Erzieher. Da ging es darum, Personal für unsere städtischen Kindereinrichtungen zu akquirieren. Das war auch sehr erfolgreich. Und unsere Familienkarte Carly, das liegt in unserem Bereich. Also wir betreuen dieses Projekt und gehen jetzt am 1. Juli schon in die 7. Saison, also das 7. Jahr sind wir jetzt dabei. Also ein umfangreiches Programm?
ich habe das jetzt so salopp gesagt, sitzen Sie nur am Schreibtisch. So, jetzt wollte ich Ihnen jetzt nicht zu nahe treten, ne, aber also nur, weil Sie eben nicht in der Öffentlichkeit so präsent sind, aus diesem Grund diese Frage. Jetzt wollen wir jetzt mal auf den Kindertag zu sprechen kommen. Normalerweise feiern ja alle Kinder das am 1. Juni. Ja. In Freital hat man sich umentschieden, weil? Weil der 1. Juni kein Wochenende ist. Und weil es da auch in der Stadt wahrscheinlich in den Kindereinrichtungen schon viele Feste gibt, da wollen wir die Kinder natürlich nie abziehen. Und daher haben wir uns überlegt, weil Pfingsten günstig am 1. Juni-Wochenende liegt, dass wir das einfach auf den Pfingstmontag vertagen, also am 6. Juni 2022, unser Freitaler Kindertag auf Schloss Burg. Es gibt ja ein großes Programm. Zum Beispiel auch wird die Windbergbahn fahren. Liebe Zuschauer, Sie sehen jetzt schon ein paar Bilder eingeblendet, denn am 1. Mai, glaube ich, gab es schon mal so eine Probefahrt mit Kids auf der Windbergbahn. Und schauen Sie mal die Bilder an. Und wenn Sie da nicht Lust bekommen, mit Ihren Kleinen auf der Windbergbahn zu fahren, dann weiß ich ja auch nicht. Das ist ja nur ein Teil, dieser Sonderfahrplan der Windbergbahn. Was ist denn alles noch geplant? Also wir haben ganz viele verschiedene Sachen geplant. Das ist ein Open-Air-Fest für alle Freitaler Familien mit Kindern. Es gibt ein Bühnenprogramm im Schlosshof. Da ist natürlich auch unser Carly, unser Maskottchen, präsent. Der Oberbürgermeister wird das Fest eröffnen. Wir haben das Wandertheater Schwalbe eingeladen mit einem Theaterstück, der Frieder und das Katerlieschen. Da freue ich mich persönlich besonders drauf. Die Musikschule Freital gibt ein Familienkonzert. Es wird zu sehen sein Thorsten Pahl, der bekannte Magier aus Dresden. Ich hoffe, er wird das Publikum verzaubern. Cornelia Fritsche ist dabei mit einem Puppenspiel. Und wir konnten die Autorin Melanie Neubert gewinnen. Die wird für die größeren Kinder ab 12 Jahre ungefähr aus ihrem aktuellen Buch lesen im Festsaal. Dann gibt es im Schlosspark einen Parcours. Das ist ein Mitmachparcours mit verschiedenen Stationen. Der wird von unserem Freitalern Verein bespielt. Da können die Kinder ganz viele aktive Sachen machen. Es gibt viele Stände im Hof. Die Windbergbahn ist vertreten. Der Verein Zusammenleben e.V., das Umweltzentrum wird Bastelangebote bieten. Der Waldgeist Oskarshausen ist vor Ort, auch mit Oskar, mit dem Maskottchen. Das Heinz ist mit dabei. Der Geopark mit dem Geomobil und Informationen, auch Umweltbildungsinformationen für Kinder. Es gibt Kinderkino im Steigersaal. Und unser Museum wird an diesem Tag seine Ausstellung für Kinder kostenfrei öffnen. Und zusätzlich gibt es zwei Kinderführungen im Besucherbergwerk. Also das ist wichtig, dass die Kinder dann bergwerkstaugliche Kleidung mitbringen. Mhm. Genau, was haben wir noch? Die Windbergbahn haben wir schon erwähnt. Also das ist ja schon eine Menge. Ja. Ich weiß ja gar nicht mehr, was Sie am Anfang schon gesagt haben. Vielleicht gucken wir mal diesen Flyer entwickelt. Ja. Den wird man jetzt überall finden. Der ist schon überall verteilt. Eintritt frei, es wird kein Eintritt kosten, weder für Opa, die Eltern und die Kinder auch nicht. Genau, also alles, was Open Air ist, ist frei. Ja. Und zusätzlich halt die Museumsangebote für Kinder bis 18 Jahre. Also das wäre am 6.6. von 11 bis 17 Uhr. Richtig. Hier gibt es noch ein schönes Plakat für alle diejenigen, die das visuell auch noch mal reinbekommen wollen. Mit unserem Carly. Mit dem Carly. Wie gesagt, Carly-Card gibt es am 1.7. die neue. Wer sich dafür interessiert, genau. Liegt sie schon? Ist das schon die aktuelle Ausgabe? Das ist die, nein, das ist noch die aktuelle von dieser Saison. Also die neue ist noch nicht fertig. Aber um das nur noch mal zu zeigen, gerade auch beim Fahrtag der Windbergbahn müsste man sozusagen die Carly-Card vorzeigen, damit man dann als Kind kostenfrei mitfahren kann. Also es war ja im letzten Jahr, gab es ja viele Veranstaltungen zu 100 Jahre Freital und es hört nicht auf in Freital, kann man sagen. Also ein super Programm für die Kids. Und Sie haben ja dort auch noch so ein kleines Spielzeug mit. Ja. Was hat das auf sich? Wir feiern am 6.6. nicht den Internationalen Kindertag, sondern den Internationalen Tag des Jojos. Deswegen haben wir uns einfallen lassen, dass es für alle Kinder ein Jojo sozusagen am 6.6. kostenlos am Stadtstand im Schlosshof gibt. Mhm. Und ich habe Ihnen mal eins mitgebracht. Wirklich? Ja. Für mich? Vielleicht. Also ich können wir das einfach mal ausprobieren? Werden, wenn ich das einfach so klatschen lasse hier. Man muss es ja runterlaufen lassen, ne? Irgendwie richtig. Und dann nach oben wieder ziehen. Genau. So, ja. Also was man immer kann, das kann man halt. Super. Also mit diesen bewegenden Bildern mit Jojo möchten wir uns jetzt schon fast verabschieden, Frau Gerold. Schön, dass Sie da waren. Viele weitere kreative Ideen für die Stadt, für die Kinder, für die Kids. Und ich möchte auch gleich noch eine weitere Veranstaltungsmeldung hier loslassen. Und Sie feiern am 6. Kindertag und am 7. geht es ja schon weiter auf Schloss Burg. Denn da kommt Thomas Stelzer and Friends hierher.
Das ist aber auch schon mal ausgefallen, verschoben und es wird ein super Konzert hier auf Schloss Burg. Und was man auch Schloss Burg noch so alles erleben kann, zum Beispiel Hochzeiten feiern, Familien feiern, das sehen Sie jetzt in diesem kleinen Einspieler. Ihnen vielen Dank, Frau Gerold, bleiben Sie gesund und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja, danke schön. Jetzt begrüße ich hier bei mir den Präsidenten des Sportclub Freital, Jörg Schneider. Herr Schneider, hallo. Sie hallo, sind ja eigentlich auch Hausherr hier in diesem Areal, Veranstaltungssäle, wo wir gerade hier dieses schöne Bild hinter Ihrem Hinterkopf haben. Es gehört ja alles zu Ihrem Terrain. Ne? Es gehört zu den technischen Werken oder wir betreiben das. Eigentümer ist die Stadt Freital, aber wir dürfen das betreiben und sind auch sehr zufrieden damit, dass wir hier gerade für Hochzeiten und für Feiern ein Ambiente bieten können, was denke ich, für Freital sehr gut rüberkommt. Genau, wir haben es ja gerade gesehen im kleinen Einspieler. Es ist ja, Sie müssen jetzt auch diese Nische nutzen, diese Monate, wo es möglich ist, bevor wieder etwas nicht möglich sein wird. Und da ist viel Arbeit, nehme ich mal an, oder? Also Ihre Mitarbeiter. Die Monate haben wir schon genutzt. Die Termine sind eigentlich zumindest am Wochenende, Freitag, Samstag, alle ausgebucht bis Ende September. Und wir hoffen natürlich, dass wir nach 2 Jahren mit ständigen Unterbrechungen und Verschiebungen mal wieder durcharbeiten können, A, fürs Personal und B, natürlich auch für uns als Firma insgesamt. Mhm. Wir wollen heute aber um den Sport reden, um den Sportclub genauer gesagt, also nochmal zum Mithören, dass die drei Traditionsvereine Freitals, FV Blau-Weiß-Stahl Freital, Heinsberg SV und SG Motor Freital gemeinsame Wege gegangen sind und immer noch gehen. 2 Jahre ist es jetzt her. Es war eine denke ich mal, schwierige Findungsphase, auch wieder durch die Corona-Sache bedingt. Jetzt fast 2 Jahre her, es war zum 1. Juli. Genau. Schwierig, kann man so sehen. Wir haben es ja noch schnell hinbekommen dann. Ja. Termingerecht, müssen wir sagen, zum 1. Juli. Und seitdem läuft das Projekt eigentlich für uns auch überraschend sehr gut, auch sportlich. Nicht nur, dass wir die Strukturen aufbauen konnten, die wir wollten, sondern eben auch sportlich. Wir haben rhythmische Sportgymnastik, sind sehr erfolgreich. Die Schwimmer sind wieder Talenteschutzpunkt geworden des Landes Sachsen. Über die Fußballer, glaube ich, brauchen wir weniger reden. Die sind bis zur 4. Mannschaft, die wahrscheinlich auch aufsteigt. Die 1. sieht so aus, dass es klappt mit dem Aufstieg in die Oberliga. Das wäre schon ein Highlight für Freital, müssen wir so sagen. Mhm. Hätten wir uns vor 3, 4 Jahren nicht träumen lassen, dass es so schnell geht. Und das mit 2 Gegentoren in der gesamten Saison ist schon eigentlich Wahnsinn. Da sind wir auch ganz stolz drauf. Die 2. ist Zweiter in der Staffel. Allerdings haben wir dort verzichten wir auf den Aufstieg, weil wir andere Ambitionen haben. Die 2. Mannschaft soll also zur Nachwuchsmannschaft, zur U23 heranreifen und das dauert noch 1, 2 Jahre, müssen wir sagen, ehe wir dort soweit sind und auch die Basis haben, dann erfolgreich zu sein. Und die 3. spielt auch sehr erfolgreich, muss ich sagen. Also die Weichen für die Zukunft in sportlicher Hinsicht auf jeden Fall gestellt? Sind auf jeden Fall gestellt, weil wir sagen im Vorstand, langsam wird uns Angst, weil ja auch die Volleyballer
Sachsenmeister geworden sind, oder die Volleyballerinnen, muss man ja in dem Fall sagen, und können jetzt aufsteigen in die Regionalliga. Das hat es auch im Freital, soweit ich weiß, seit der Wende nicht gegeben. Und wir werden die Chancen nutzen und alle arbeiten dran, dass das funktioniert. Da muss man eben wirklich sagen, vielen Dank an alle Ehrenamtlichen. Ja. Das ist ja mittlerweile, Sportstätten haben wir im Freital, denke ich, ganz gute im Vergleich mit anderen Kommunen hier ringsherum. Und der Unterschied, das machen dann die Ehrenamtlichen und natürlich auch die Eltern. Wir hatten ja die rhythmische Sportgymnastik, war vor 14 Tagen, glaube ich, 1200 Kilometer unterwegs, um die Qualifikation für den Regio Cup, also vergleichbar fast mit deutschen Meisterschaften, zu schaffen. Wir sind bis Borken gefahren, das ist an der niederländischen Grenze. Und da gehört natürlich auch viel dazu, viel Unterstützung der Eltern. Nicht nur finanziell, sondern auch Zeit. Also merkt man jetzt schon diesen Zusammenschluss der Kräfte in einer Stadt auf sportlicher Basis? Das ist für uns schon auch in dieser Dimension das Überraschende gewesen. Dass wir auch in der Phase der Pandemie, muss man ja sagen, Sponsoren dazu gewonnen haben, auch keine Mitgliederverluste hatten, weil wir zwar, der eine oder andere ist ausgetreten, weil er keinen Sport treiben konnte, wir aber trotzdem neue Mitglieder aufgenommen haben. Und das ist eben der Vorteil, in einer, sag mal, über die ganze Stadt verteilten Sportgemeinschaft. Und das spüren wir jetzt. Auch die Euphorie haben wir genutzt, müssen wir sagen. Und man merkt es ja auch an den sportlichen Erfolgen. Und die Euphorie soll auch weiter genutzt werden. Es sind große Bauprojekte in Planung oder fast schon es geht schon fast los. Der erste Spatenstich wird nicht mehr weit weg sein. Die bauen am Stadion des Friedens ein neues Verwaltungsgebäude. So kann man das. Ein Funktionsgebäude, bürokratisch ausdrücken. So steht es ganz einfach da. Wir bauen schon, muss ich sagen, dass die Baumaßnahme besteht ja aus zwei Teilen. A, einem Kunstrasenplatz. Also wir bauen die Tenne oder den Hartplatz oder den Schlackeplatz, haben wir gesagt, um zu einem Kunstrasenplatz, sodass der eigentlich auch genutzt werden kann. Und im Juli, gehen wir davon aus, Juli, August spätestens, soll der Bau des neuen Funktionsgebäudes im Stadion des Friedens stattfinden. Weil wir natürlich auch für die Größe des Vereins, wir haben allein im Fußball 16 Mannschaften im Spielbetrieb plus 4 Mannschaften, die noch Fußball spielen. Und dafür braucht man natürlich auch die Gelegenheiten, dafür braucht man Umkleiden. Und dafür bedarf es für den Gesamtverein mit 1500 Mitgliedern auch natürlich eine Verwaltung, weil so ein Trainingslager, die Schwimmer fahren mit 50, 60 Mann ins Trainingslager, sich nicht von alleine organisiert. Ja. Liebe Zuschauer, Sie sehen jetzt das neue Funktionsgebäude, aufgenommen von allen 4 Himmelsrichtungen, natürlich noch als Zeichnung vom Projektanten. Es ist ja nicht gekleckert, es ist geklotzt. Ne? Also es ist kein Gebäude, was ich verstecken muss, sondern es ist schon eine ordentliche Dimension. Also wir planen immer noch, müssen wir sagen. Wir sind eigentlich, klar, die Grundrisse stehen fest, aber jetzt sind wir in den Feinheiten. Es wird ein Gebäude mit 8 Umkleiden, weil wir ja nicht nur den Verein dort beheimaten, sondern auch Schulen und den Kreis Fußballverband. Und wir natürlich auch dem Verein und den Mitgliedern ein Funktionsgebäude geben wollen oder zur Verfügung stellen wollen, was auch für die Zukunft ausgebaut wird. Und wir auch das so geplant haben, dass wir, wenn es weitergehen sollte in der Erfolgsspur, auch erweitern können, ohne groß einzureißen. Ja. Und mittlerweile sind wir in Deutschland so weit, dass wir ja Vorschriften haben, Brandschutz, Lüftungsanlagen und so weiter, wo man schon im Vorfeld möglichst viel Kraft reinsteckt, damit man dann auch wirklich ein funktionierendes Gebäude hat. Jetzt haben Sie sich natürlich wieder eine sehr komplizierte Zeit für den Bau ausgesucht. Wir hören ja ständig von Baustoffen, die teurer werden, von Projekten, die in die Millionen plus mehr bezahlt werden müssen. Haben Sie das im Griff noch? Wenn Sie in die Zukunft gucken? Wir gehen davon aus, natürlich ist es auch etwas Glaskugel, muss man sagen, weil wir die Baupreise nicht kennen. Jeder hat ja mitbekommen, wie sich die Preisentwicklung auf dem Markt entwickelt hat. Und wir hoffen aber, das ganze Projekt war ja berechnet 2019, muss man sagen, als wir den Förderantrag gestellt haben, auf 4,45 Millionen. Wir hatten damals schon 10%, also ungefähr 500.000 mehr mit eingeplant, sodass wir also ungefähr 5 Millionen zur Verfügung haben. Wir haben den Standort gewechselt, einfach nach der Baugrunduntersuchung. Wir wollten ja erst das Funktionsgebäude in Richtung Berufsschulzentrum bauen.
nach Baugrunduntersuchung und auch den Rahmenbedingungen haben wir uns entschieden, auf die andere Seite zu wechseln. Hat den Vorteil, das Stadion kann uneingeschränkt weiterhin genutzt werden in den 2 Jahren Bauzeit. Ja. Und wir haben auch für Baustelleneinrichtungen und für Medien bessere Bedingungen und hoffen auch damit, die Kosten einigermaßen begrenzen zu können. Die 2 Jahre Bauzeit ist ja auch ein ordentlicher Plan, ne? Wir bereiten lieber länger vor. Also wir hatten eigentlich so, die ersten Gedanken waren ja, dass wir Ende Mai beginnen. Aber uns geht es eigentlich darum, dass wir eine solide Vorplanung haben, auch eine Ausschreibung machen, wo wir dann nicht auf Nachträge und Änderungen weiterbauen müssen, sondern dass wir wirklich im Vorfeld möglichst alles durchdacht haben. Es sind ja 4 Ingenieurbüros insgesamt beteiligt. Und auch die Sportfreunde aus dem Verein bringen ihre Gedanken ein, bis hin eben zu anderen Vereinen, die das Stadion nutzen. Und ich glaube, dass wir ein solides Bauwerk hinstellen, was auch für Freital A Werbung ist und B natürlich uns auch die Chance gibt, uns weiterzuentwickeln. Da schauen ja auch manche neidisch, denn es wird ja eine Riesensumme Geld investiert, auch in den Sport. Das ist ja Sportförderung. Wie wichtig ist das für die Stadtoberen, dass auch in dieser Hinsicht was passiert? Es gibt ja in Freital eine Stadtentwicklungskonzeption für den Bereich Sport. Und die sagt eindeutig, dass wir an allen Stadtteilen Sportanlagen haben mit guter Qualität. Und ich glaube, die Stadt hat schon immer darauf geachtet, dass es nicht ein Highlight gibt, sondern dass wir relativ gleich über die Stadt verteilt sind. Von Sportanlagen, von Angeboten. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass die anderen Sportvereine, die ja letztendlich auch davon profitieren, so wie wir von den Erfolgen im Fußball von Dynamo profitieren, werden auch die anderen Freitaler Vereine davon profitieren, bis eben dahin, dass auch Spieler von uns, die jetzt sagen, ich schaffe das 4-malige Training in der Woche nicht mehr, dann eben zu anderen Freitaler Vereinen gehen. Haben Sie auch so Talente-Scouts schon bei sich bei den Spielen sitzen? Also wir haben das nicht jetzt offiziell, dass wir irgendeinen bezahlen dafür, aber wir haben natürlich viele. Ich meine aber eher zur Abwerbung, dass Ihre guten Kräfte dann irgendwo in der 2. Liga auftauchen wieder. Also wir haben ja Leute spielen, die in Profivereinen spielen, aber das ist im Fußball üblich, muss man einfach sagen. Und da muss man immer gewappnet sein, dass eben der eine oder andere Angebote bekommt, wo man sagen muss, wenn ich einen jungen Sportler habe, der ehrgeizig ist, dann ist der irgendwo in einem höherklassigen Verein, weil wir das nicht bieten können. Ja. Und das muss man akzeptieren. Ja. Herr Schneider, ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg bei diesem großen Vorhaben. Danke. Für die nächsten 2 Jahre auch viel gute Nerven, um das alles durchzuziehen. Wir sehen uns vielleicht spätestens beim ersten Spatenstich, oder? Ist das ein Plan? Das ist auf jeden Fall ein Plan. Ich denke auch, dass wir dann schon es genauer vorstellen können, das Projekt. Und dass wir das auf jeden Fall machen in einer großen Gruppe, denke ich. Ne? Okay, bleiben Sie gesund. Und vielen Dank, dass wir uns auch hier in Ihrem Areal bewegen dürfen mit diesem wunderschönen Studio hier auf Schloss Burg. Und wir sehen uns bestimmt demnächst wieder. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ich danke mich auch. So, einen Gast haben wir noch und das ist Thoralf Gorek, Projektmanager 100 Jahre Freital. Sie waren auch schon mal hier auf dem Talksofa. Da waren wir gerade so beim Start von 100 Jahre. Genau. Jetzt sind wir fast durch, Herr Gorek. 2019 haben Sie Ihren Job angetreten, da sind Sie gekommen, um die ganze Sache mit zu organisieren. Hätten Sie sich damals gedacht, dass das so eine komplizierte, verrückte, zeitlich unglaubliche Zeit wird? Hätte ich nicht gedacht. Wir hatten ja vor uns den Herrn Schneider da, der auch keine Glaskugel hat. Ja. Und insofern, wir haben viel geguckt in den letzten Jahren, wer eine Glaskugel hat, um wirklich planbar Sachen vorzubereiten. Und vor allen Dingen nicht nur wir, sondern ja auch die Vereine und Institutionen, die mit uns zusammen den 100-jährigen Stadtgeburtstag feiern wollten. Und es war eine spannende Zeit. Macht, das ist doch bestimmt auch ein bisschen eine Schule fürs Leben. Also normalerweise, wenn man was organisiert und das läuft alles wie am Schnürchen, dann ist es ja so wie immer, ne? Mein Job. Aber so eine Sache hier mit 100 Verschiebungen von einer Woche, von einem Monat wieder auf den nächsten, und das ist doch was ganz Verrücktes. Auf jeden Fall. Also wir haben es ja selber gemerkt bei der Auftaktveranstaltung, die wir zusammen machen wollten. Angedacht war es im Dezember. Wir haben dann uns für eine Aufzeichnung im April entschieden, dazwischen immer wieder umgeplant und gemacht und mussten das ja auch in dem Gotteshaus ohne Publikum machen. Und ja, es war eine spannende Zeit. Am Ende waren wir froh, dass wir im Oktober unseren eigentlichen Stadtgeburtstag an 3 tollen Tagen würdig begehen konnten, beim besten Wetter und weniger störenden Einflüssen von außen. Ja. Und
sind natürlich aber auch dazwischen ganz viele Sachen passiert, die die Vereine und Ehrenamtlichen organisiert haben, von Wanderungen über Ausstellungen, Bücher, Vorstellungen und. Also da können wir schon ganz froh sein, dass wir so eine Vereinslandschaft hier in Freital haben, die halt wirklich sich haben nie unterkriegen lassen und wirklich einiges auf die Beine gestellt haben. Aber wir sind ja auch noch nicht ganz durch mit Veranstaltungen zum Thema 100 Jahre Freital. Eine ganz große Sache, die Speeddown EM, Entschuldigung, die steht ja noch aus in Sonsdorf. Das ist ja auch noch ein Riesending und da gibt es auch einen Pokal der Stadt Freital dann. Ja, da gibt es ein sogenanntes Jedermann-Rennen, 100 Jahre Freital Cup. Da kann man sich noch anmelden bis Ende Juni, sind aber nur 50 Plätze. Da sollte man sich beeilen. Braucht man dann so eine Seifenkiste oder kriegt man die gestellt? Die muss man selber mitbringen. Also man muss ein Seifenkistenbesitzer sein. Es gibt ein Reglement, wo man dann nachschauen kann, wie die beschaffen sein sollten. Okay. Also sind dann viele, die quasi sich so ein Ding dann selber bauen und damit runterrasen und ist nie ohne. Ich habe Herrn Käfer jetzt mal gehört, also dass man auf eine Haarnadelkurve mit knappen 100 km/h drauf zu rast und dann in so einem Seitenkisten. Aber tollkühne Männer in tollkühnen Kisten. Das wäre nichts für mich. Ich nehme lieber hier von der Frau Gerhold und Jojo. Das ist für mich einfacher. Also, und genau, dann haben wir noch. Ich wollte noch mal kurz bleiben. Ich weiß ja, dass dort auch noch viele Helfer gesucht werden. Also Streckenposten. Oder, ja, also noch und nöcher, wo wir uns bei den Ehrenamtlichen gewesen sind. Da ist der Heimatverein Gehaus wirklich noch am Suchen. Und hoffentlich kriegen sie es irgendwie auf die Reihe. Vielleicht fühlt sich der eine oder andere berufen, da als Streckenposten mitzuhören. Bestimmt eine ganz besondere Erfahrung. Mal bei einer Speeddown EM in Sonsdorf dabei zu sein, also kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Na, auf jeden Fall. Also wir hatten jetzt im Rahmen der dem Stadtgeburtstag ist auch die 60 Jahre Kanu WM. Da waren Leute da, die gesagt haben, ich war damals dabei gewesen als Kind und das war eine ganz tolle Erfahrung. Das ist 60 Jahre her und die zehren heute noch davon und so. Und ich denke mal, wenn man eben so die Chance hat, so eine EM hier zu erleben, auch, sei es auch nur eine Randsportart, aber dieses Feeling, was da irgendwo geboten wird und was man selber für Lebenserfahrung dort sammeln kann, das sollte man sich nicht entgehen lassen. Herr Gorek, was steht noch an so im Endspurt 100 Jahre Freital? Also wir haben auf jeden Fall im Oktober noch das Paulus-Oratorium, das uns Kantor Nestler noch schenken möchte. Lego im Bahnhof im November und im Dezember gibt es noch ein Musical von drei Freitaler Schulen, die das auch immer und immer wieder verschoben haben, jetzt aber dort definitiv dran arbeiten und das eben als Weihnachtsgeschichte aufführen wollen. Und wann wird das Buch 100 Jahre Freital endgültig zugeklappt? Gibt es da irgendwie so ein Datum, wo Sie sagen, bis dann ist also alles von meinem Tisch? Ich meine, Sie haben es ja nicht allein gemacht, Sie haben ja die Frau Vogt und die Frau Megawa mit als Genau, Projekt also da, also wir denken, dass es dann im Oktober das Buch zugemacht wird, aber sagen wir, die Sachen, die noch anstehen, noch die entsprechende Unterstützung erfahren, weil von Freitalern für Freitaler, die kann man dann hier einfach sitzen lassen. Genau. Es war eine anspruchsvolle Zeit, nehme ich mal an. Und Sie hatten ja auch den Wettergott auf Ihrer Seite am großen Stadtgeburtstag. Und gucken Sie mal, was lange währt, wird gut. Ich habe jetzt hier mal die DVD. Ein Mitschnitt von FRM, also wer das gern noch mal sehen möchte, endlich ist es fertig, es hat lange gedauert. Das ist jetzt zu erwerben über FHM oder in der, am besten ja über unsere E-Mail, können Sie bestellen und die Bestellten werden in Kürze auch ausgeliefert. Also es geht vorwärts. Haben Sie schon eine? Noch nicht, aber. Na dann, aber. Damit Sie nicht, ich weiß nicht, ob Sie selber auch zu sehen sind, Sie waren ja meistens hinter den Kulissen zu sehen. Meistens dahinter. Ja. Also ich denke, dass ich da, aber wer mich findet. Genau, und wenn man das jetzt im Nachhinein nochmal anguckt, da, man hat schon wieder vieles vergessen. Also mir ging es so, als ich das nochmal anschaute, viele Veranstaltungen sind schon wieder ein bisschen verschwunden. Und dann ist so eine DVD eigentlich gut gegen das Vergessen. Wir vergessen nicht Ihre Leistung bei 100 Jahre Freital, lieber Herr Gorek. Ein paar Sachen sind noch, die noch offen stehen. Und dazu ganz viel Erfolg. Vielen Dank. Vielleicht sehen wir uns mal wieder hier beim Talk auf Burg, beim anderen Projekt, was dann ansteht. Ich würde mich freuen. Und das war der Talk auf Burg im Wonnemonat Mai. Nächsten Mal geht es dann erst im September weiter. Also genießen Sie den Sommer, genießen Sie die schönen Tage, genießen Sie Ihren Urlaub. Und wir sehen uns dann wieder beim Talk auf Burg, wie gesagt, im September. Bis dahin, tschüss, Ihr Matthias Wagner.
Der Talk auf Burg wurde Ihnen präsentiert von den Helios Weißeritz-Teilkliniken. Ihr starker Partner für Ihre Gesundheit.